Gut. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr und ich darf jetzt auch für den Hausherrn beziehungsweise den Vertreter der FH, den Herrn Dr. Fürst, Sie alle begrüßen. Was ist es, worauf wir gewartet haben, worüber wir uns heute sehr freuen, dass wir es präsentieren können? Let's talk about facts. Und genau das ist der Punkt. Let's talk about facts. Trifft, wir brauchen diese Daten und Fakten. Ich brauche sie als Frauenlandesrätin, viele andere meiner Regierungskollegen, Kolleginnen und auch Institutionen, die im Frauenbereich arbeiten, brauchen Daten und Fakten, Evaluierungen der Arbeiten der letzten Jahre, um zu wissen, jetzt genau am Beginn der neuen Förderperiode, welche Projekte haben gewirkt, wo stehen Frauen heute in verschiedenen Bereichen, in ihren Lebensräumen. Und welche Maßnahmen sind für die nächste Periode der EU-Förderung zu setzen. Also gerade richtig, und ich möchte hier gleich am Beginn mich ganz, ganz herzlich für die großartige Zusammenarbeit, aber vor allem die Fakten, Datenlage nicht nur zu erarbeiten, sondern sie auch so darzustellen, dass man sie nehmen kann und gut umsetzen und weiterentwickeln kann, bei der FH herzlich bedanken. Großartig geglückt. Inzwischen ist die Frau Magister Marion Rabelhofer, sie ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin für dieses Projekt, auch bei uns begrüßen. Ja, ich darf einmal einsteigen und wir haben das so vor, dass danach Sie beide ins Gespräch kommen, Sie als wissenschaftliche Bearbeiterin, dass Sie sagen, wie haben Sie gearbeitet und so weiter, und dann natürlich auch der Herr Dr. Fürst insgesamt. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich freue mich wirklich, dass wir heute die Vorstellung des Frauenberichtes 2014 vornehmen können. Zurückblickend, der letzte burgenländische Frauenbericht war 2011. Es war notwendig, jetzt zu evaluieren, die Entwicklung der verschiedensten, unterschiedlichsten Parameter und daraus natürlich auch vor allem Schlussfolgerungen zu ziehen, war der klare Auftrag. Der burgenländische neue Frauenbericht, aktualisiert 2014, besteht also aus 9 Kapiteln und umfasst die Situation der burgenländischen Frauen in den verschiedensten, unterschiedlichen Lebenslagen sehr kompakt zusammen. Was mir auch wichtig ist, dass die Entwicklungen sehr gut dargestellt sind anhand von Zeitreihen, dass man sieht, wie haben sich die verschiedenen Lebenssituationen verändert. Sie werden mich sicherlich fragen, und daher sage ich das gleich von vorweg, ich freue mich auch, dass der Europäische Sozialfonds es ermöglicht, auch solche Studien, solche Berichte, Daten- und Faktenlagen mitzufinanzieren, und ich habe den Großteil, nämlich 75% der Kosten aus dem Europäischen Sozialfonds genommen, und das waren in diesem Fall insgesamt 25.000 Euro und zusätzlich 12.600 Euro Eigenmittel, und dafür bedanke ich mich, die Forschung Burgenland in die Hand genommen hat. Also wir hätten es alleine schwieriger gehabt, so kann ich das anderen Fraueninstitutionen zukommen lassen. Herzlichen Dank. Warum ist ein Frauenbericht notwendig? Ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, das ist ganz klar erklärt. Der erste Frauenbericht, den ich 2007 machen habe lassen, dann der zweite Frauenbericht 2011, alleine diese Zeitreihen, Sie werden es dann sehen, zeigen, es hat sich Enormes entwickelt. Der Blick zeigt uns aber auch, und das war mir wichtig, wie haben wir in den letzten Jahren gearbeitet, welche Rahmenbedingungen haben sich durch Fördermaßnahmen, durch Bewusstseinsmaßnahmen und viele andere, wie haben sie sich entwickelt, wie sind sie angenommen worden und welche Projekte sind gut, welche sind fortzusetzen, welche neuen Projekte sind notwendig in den verschiedenen Situationen. Übrigens, ich darf die Vereinbarkeitsfrau nach vorbitten. Sie ist Zeitzeugin, warum manche Frauen nicht doch noch mehr tun könnten, beispielsweise, ein Thema wird auch die Politik sein, geschafft. Ja, Entschuldigung, ja, geschafft. Ich habe es gerade vorher schon gesagt, klassischer Fall, die Vereinbarkeit macht es nicht, alles gut, okay. Alles gut. Ich möchte mal mit den Daten, Fakten und Zahlen beginnen, die Bevölkerung. Frauen bilden die Mehrheit, meine Damen und Herren. Es gibt zurzeit 146.980 Burgenländerinnen und 140.436 Burgenländer. 23% der Burgenländerinnen sind älter als 64 Jahre, 83% der Alleinerzieherinnen sind Frauen. So mal als Einstieg.
einzelne Kapitel. Bildung, das sehen wir ganz klassisch. Die Frauen sind wirklich die Gewinnerinnen der Bildungsoffensive. 58% der Maturantinnen und Maturanten sind eben weiblich. Und 61% der Uni-Abschlüsse sind den Frauen zuzurechnen. Erwerbsarbeit, ein weiteres Kapitel, ganz wichtig. Sie wissen, dass es mir als Frauenlandesrätin wichtig ist, dass Frauen ihr eigenes Einkommen, ihr eigenes Auskommen haben, ihre Selbstständigkeit haben. Das höhere Bildungsniveau zeigt sich natürlich auch infolge der Beschäftigungsquote. Lassen wir vielleicht aber, wenn Sie den großartigen Frauenbericht durchstudieren, eine Vorbemerkung machen. Frauenbericht 2007 und 2011, da sind wir von 25- bis 64-Jährigen ausgegangen. Die FH hat weitergefasst, absolut richtig, nämlich der 15- bis 64-Jährigen. Und damit hat sich die Quote sozusagen, weil wir noch doch 10 Jahre nach vorgerückt sind, nämlich nicht von 25, sondern von 15 weg, schaut es so aus, als wenn die Quote sich verschlechtert hätte. Ist nicht, wenn Sie das genau anschauen, sehen Sie das auch. Die Frauenerwerbsquote ist also wirklich seit 2005 ab dann besonders stark gestiegen. Derzeit liegen wir, wenn wir jetzt die neue Zeiterfassung 15- bis 64-Jährige nehmen, bei 66%. Nimmt man die 25- bis 64-Jährigen heraus, dann ist man natürlich weit über 70% bereits. Sie finden das alles in den verschiedenen Zeitsequenzen. Die 15- bis 24-Jährigen 49% Erwerbsbeteiligung, ist auch klar, weil Frauen ja lange in Ausbildung sind, viele Frauen lange in Ausbildung sind. 25- bis 34-Jährige 82% Erwerbsbeteiligung, 35- bis 44-Jährige schon 88,9% Erwerbsbeteiligung, 45- bis 54-Jährige, und da werden Sie jetzt was merken, und dafür war mir diese Altersunterscheidung sehr wichtig, geht die Erwerbsbeteiligung in diesem Altersbereich herunter, was auch zeigt, 50 plus schwierige Beschäftigungssituationen, da sind es nämlich dann 86,6% Erwerbsbeteiligung. Was wir sehr stark merken, auch in diesem neuen Bericht, ist, die unbedingte Teilhabe der Frauen an der Erwerbsbeteiligung ist unbedingt auch natürlich mit Kinderbetreuungseinrichtungen ganz, ganz eng zu sehen und in einem Kontext zu sehen. Was mir auch wichtig war, was hat sich verändert, wenn wir hören, Vereinbarkeit und dass Frauen natürlich dementsprechend, wenn sie Kinder bekommen, dann auch einen Karriereknick haben, das hat sich nicht verändert, das sage ich gleich vorweg. Dann ist das auch etwas, was zu tun hat mit Haushalt und Kinderbetreuung und Beteiligung der Männer. Die ausschließlich haushaltsführenden Personen sind noch immer vorwiegend weiblich. Nur der Anteil hat sich etwas verkleinert. Das ist die gute Geschichte. Also viele, viele positive Entwicklungen, die Früchte getragen haben. Man sieht, dass im Burgenland Frauen besser verdienen, dass burgenländische Frauen immer mehr an der Bildung teilhaben, dass die Kinderbetreuung wirklich ganz, ganz großartig ist und das im Kontext wirklich zu sehen ist. Aber Sie erwarten von mir, wenn ein Frauenbericht am Tisch liegt, natürlich auch klare Worte, was nicht passt. Defizite, ganz klar auch manifestiert in diesem Bericht. Teilzeitarbeit, nach wie vor ein Phänomen, ein weibliches Phänomen im Burgenland, nicht nur bei uns europaweit, aber vor allem auch österreichweit. Wir haben dafür herzlichen Dank an die FH. Mir war auch wichtig immer der Kontext im europäischen und im österreichischen Bereich. Sie werden also immer wieder Vergleichszahlen sehen in allen Bereichen. Und das ist schon ganz wichtig, da liegt das Burgenland sehr, sehr gut. In vielen Bereichen sind wir oberhalb des Schnittes als Burgenland. 86,8% aller Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Das heißt, knapp über 13% Teilzeitbeschäftigte sind Männer. 44,3% aller Frauen waren also im Jahr 2013 im Burgenland Teilzeit beschäftigt. Heißt, fast jede zweite Frau ist Teilzeit beschäftigt. Dazu lassen Sie mich hereinbringen eine andere Studie. Ich habe mit der Arbeiterkammer gemeinsam vor 2 Jahren einen Studienauftrag gegeben, eine burgenländische Studie natürlich. Teilzeitbeschäftigung schreckt, heißt ja auch weniger Verdienst, weniger sozialrechtliche
Absicherung, weniger Pension im Laufe des Lebens. Warum ist das so? Wollen das die Frauen überhaupt? Und es ist klar herausgekommen, ja, ein Drittel setzt ganz klar und bewusst auf Teilzeit. Das sind Frauen, die sagen, ich leiste mir das, für mich ist das in Ordnung, ich bin sozialrechtlich trotzdem gut abgesichert. Die setzen also ganz bewusst auf Teilzeit, nutzen diese Teilzeit oft auch als Fortbildung, Weiterbildung und so weiter. Ein Drittel sagt, okay, ich bin mit dem zufrieden, wenn ich auch ganz klar weiß, ich habe Nachteile, aber ich mache das. Aber ein Drittel, ein gutes Drittel, sagt, ich bin in Teilzeit, obwohl ich das nicht will. Und gerade dieses Drittel macht man natürlich schon Sorgen, ist keine Frage. Weil das sind vor allem nicht Frauen oft mit Vereinbarkeit oder ältere Frauen, die sagen, okay, ich mag nicht mehr Vollzeit arbeiten. Das sind oft sehr viele junge Frauen, die eigentlich gerade in jungen Jahren verdienen wollen und jetzt auch die Chance dazu hätten. Und da muss ich schon klar auch sagen, die Politik schafft Rahmenbedingungen. Wir haben viel getan. Aber aufnehmen und in Teilzeit zwingen, das sind die Unternehmer und die Unternehmerinnen, wo wir sicher da weiterarbeiten müssen. Aber auch da gibt es natürlich Lösungsvorschläge seitens der Politik. Da gilt es noch Rahmenbedingungen zu schnüren, die die Unternehmer dann aber auch zwingt zu bestimmten Dingen, nämlich auch die Ausrichtung auf gezwungene Teilzeitarbeit zu verändern. Lassen wir noch ein bisschen auf die einzelnen Kapitel, wie gesagt, das sind 9 Kapitel, ich werde heute nur einige herausnehmen und alles andere wird den zeitlichen Rahmen absolut sprengen und wer einzelne andere Kapitel dann noch mit meinen Regierungskolleginnen, Kollegen und so weiter noch mit den Abteilungen vorstellen. Kinderbetreuung geht Hand in Hand mit der Erwerbstätigkeit. Ohne Kinderbetreuung, und die beginnt bei mir, meine Damen und Herren, vor allem ab 2 und endet nicht mit 6. Möchte ich in aller Klarheit, ich bin ja Familienlandesrätin, wie Sie ja wissen, ich habe aber auch 2 Töchter und war immer rund um die Uhr eigentlich beschäftigt, aber möglich, ich habe Rahmenbedingungen auch dazu gehabt, dass das möglich war. Kinderbetreuung endet nicht mit 6 und dazu lasse ich mich dann kurz Stellung nehmen. Tolle Betreuungsangebote, ich bin wirklich stolz, nämlich nicht auf unsere Leistungen, sondern auf die Leistungen der Gemeinden, auf Leistungen der Eltern. Und dass das alles möglich ist, denn wir haben 2-Jährige bis 3-Jährige bereits 31,3% in Betreuung. Österreichweit würde man sich freuen, wenn man so viele Kinderkrippen oder alterserweiterte Kindergärten hätte. In Österreich ist die Quote 23. Vorgeschlagen und EU aufgesetzt, finde ich absolut richtig, Lissabon 32%, wir haben es. Und das im Burgenland, wo es lauter vor allem kleine Dörfer gibt. 3- bis 5-Jährige, jetzt war ja auch das zweite verpflichtende Kindergartenjahr im Gespräch, wir brauchen das gar nicht, weil 3- bis 5-Jährige im Burgenland 98,5% in Kindergärten sind. Österreichweit 90%. 6- bis 9-Jährige, und da bin ich jetzt dort, sind wir im Burgenland noch unter dem Österreichschnitt, nämlich 10,9% in Betreuung, österreichweit 16,5%. Das heißt, da müssen wir uns noch was überlegen. Und für mich gibt es nur eines, wir haben zwar 26 Horte, wir haben Tagesheimstätten, wo Volksschulkinder und neue Mittelschulschülerinnen und Schüler hingehen können, aber von mir ein klares Ja zur verschränkten Ganztagesschule, mit einem tollen Freizeit, mit einem tollen Förder, mit einem tollen normalen Unterricht in Modulen. Das ist die Zukunft. Und da hängen wir viel zu weit hinten. Wenn man im europäischen Kontext schaut, dann weiß man, wo es nicht passt, dort müssen wir hin. Es geht nicht an, dass manche Eltern mir erzählen, und ich kriege auch viele E-Mails und SMS und WhatsApp und so weiter, die mir sagen, wir müssen um 20 Uhr die Aufgabe erledigen mit unseren Kindern. Und das ist etwas, was die Bitte, die Politik ändern soll. Diese Dinge gehören in der Schule erledigt und betreut. Und es kann auch nicht sein, dass man dann für eine Nachmittagsbetreuung, und da bin ich mit vielen Schulen, die das anbieten, Volksschulen, neue Mittelschulen, im Gespräch, die sagen, schon toll, aber das können sie wieder nicht alle leisten. Daher, da braucht es von der Politik Rahmenbedingungen. 70%, und das freut mich sehr, der Mütter von betreuten Kindern sind berufstätig, also gerade auch im Bereich ab 6.
Das heißt, auch da braucht man dann, und das sieht man immer den Zusammenhang, da braucht man auch ab 6 ganz klare Strukturen. Was uns auch noch Sorge macht, mir Sorge macht, ist, dass wir natürlich mit Schließtagen und Öffnungszeiten, insbesondere Ferien, Randzeiten und so weiter haben. Also ich bin froh, dass sich das so positiv entwickelt hat. Das war nicht zufällig, wir haben das schon sehr gesteuert. Ich habe da wirklich tolle Partner und Partnerinnen gehabt, aber ich sehe auch ein, da braucht es viele individuelle, bedarfsorientierte Lösungen in der Kinderbetreuung. Die werden wir nicht alle machen können, aber ich arbeite dran. Einkommen. Die Einkommensschere, und das war ja in den letzten Tagen schon oft das Thema, zeigt sich auch in diesem Frauenbericht. Das Bruttoeinkommen von Frauen im Jahr 2013, das war das letzte Jahr, 2014 konnte ja die FH nicht aufarbeiten, war 20.547 Euro. Männer haben im Vergleichszeitraum 2013 33.986 Euro verdient, also um 13.000 Euro mehr Jahresdurchschnitt. Also das ist viel, 65% mehr in Prozenten. Und ich sage es auch gleich vorweg, ich bin Familien- und Frauenlandesrätin, Sie wissen es. Und ich würde, dass Männer viel verdienen, noch mehr. Das hat also nichts mit Männern und Frauen auseinanderdriften zu tun, dafür stehe ich ein, aber da müssen wir sicherlich noch was unternehmen. Pension, 2013 Frauen, 13.295 Euro, Männer, 2013 Pension, 23.302. Also auch hier ein absolutes Auseinanderdriften. Einkommensschere. Die Einkommensschere wird kleiner, auch im Burgenland. Andere Bundesländer ziehen uns da hinten nach noch. Österreich auch insgesamt im Schnitt. Aber zufrieden kann ich mit dem nicht sein. Aber ich wundere mich nicht darüber, dass der Frauenbericht 2014 genau das Gleiche zeigt. Erstens einmal haben wir viel Teilzeitbeschäftigte. Zweitens arbeiten viele burgenländische Frauen noch immer in diesen typischen Frauenberufen und schauen sie sich die Unterschiede der Kollektivverträge an. Das heißt, damit ist vieles erklärt. Drittens, Karriereknick. Wenn 70% der Vollzeitbeschäftigten Frauen im Burgenland vor dem ersten Kind über 2000 brutto, 70% über 2000 brutto verdienen, nach dem Kind oder Kindern 17% noch über 2000. Dann wundern Sie sich nicht über die Einkommensschere. Gesundheit, Lebenserwartung, meine Damen, das ist das, wo wir die Herren ein bisschen übertreffen jetzt endlich einmal. Lebenserwartung Frauen 2013 83,5 Jahre, Lebenserwartung Männer 2013 78,2 Jahre. Was sind die häufigsten Erkrankungen? 70% aller weiblichen Todesfälle durch Herz- und Kreislauferkrankungen oder Krebs. Dass sich das niederschlägt, dass Frauen um doch 5 Jahre älter werden, zeigt sich auch bei den Bewohnerinnen in Senioren- und Pflegeheimen, das sind nämlich 3/4 weiblich. Politik ist ein Thema. Auch hier wieder, ich fange einmal mit dem Positiven, hat sich unglaublich gesteigert, die Teilhabe der Frauen an der Politik. In den letzten Jahren unglaublich nach oben gegangen. Zurzeit, ich fange bei der Landesregierung an, sind 2 weibliche Landesrätinnen, wir haben 7 weibliche Landtagsabgeordnete, wir haben eine burgenländische Bundesrätin, 22% der Gemeinderatsmitglieder sind weiblich, wir haben 7 Bürgermeisterinnen und wir haben 28 Vizebürgermeisterinnen und an die 500 Gemeinderätinnen. Aber zu wenig. Auch hier einen europäischen Vergleich, einen österreichischen Vergleich, da sind wir hinten in manchen Bereichen und da gibt es auch noch vieles zu tun. Ich habe natürlich zu all diesen Dingen einige Zielsetzungen und einige Projekte. Also ich habe es jetzt nur vorgestellt. Da gibt es natürlich Arbeit dahinter. Was kann man dagegen tun? Schließende Einkommensschere. Was kann man tun zur Kinderbetreuung, Randzeiten, Ferienbetreuungszeiten? Da gibt es natürlich überall Projekte, da gibt es überall Arbeit dazu.
Zu meinen Schlussfolgerungen und Zielsetzungen kommen endlich andere Menschen dran. Schlussfolgerungen: sehr positive Entwicklung. Der Trend für Frauen geht nach oben. Immer mehr Frauen, die arbeiten, eine immer bessere Kinderbetreuung. Frauen werden älter, Frauen verdienen mehr, die Einkommensschere wird kleiner. Frauen sind die Gewinnerinnen der EU-Förderperiode, sind die Gewinnerinnen der Bildungsoffensive. Aber es gibt viel zu tun. Die Teilzeitbeschäftigung, und dazu lassen wir vielleicht gleich, weil das tut mir wirklich am meisten weh, lassen wir vielleicht dazu gleich zwei Dinge sagen, als weitere Zielsetzungen. Ich arbeite natürlich eng mit der Frauenministerin Gabi Heine-Schosek zusammen. Die hat natürlich mit ihrem Maßnahmenpaket zur gesetzlichen Verankerung der Einkommenstransparenz, da gibt es ja jetzt die Einkommensberichte schon von Unternehmen mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt wird es wirksam, dass die Betriebe auch unter 100 Mitarbeiterinnen in den nächsten 2 Jahren schon ihre Einkommensberichte am Tisch legen müssen. Es wird die Gehaltsangabe in Stellenanzeigungen greift, das heißt, jeder weiß, wenn er sich bewirbt, wie viel er verdienen wird. Die Einführung des Gehaltsrechners und so weiter, das waren wichtige Maßnahmen. Ich sehe aber eine klare Antwort und Möglichkeit, Unternehmen in eine Informationspflicht zum Thema Teilzeit zu bringen, und zwar ganz klar. Ich stelle mir das so vor, seit 2012 gibt es auf Bundesebene, ich kann das nicht ändern, allein auf Landesebene, seit 2012 gibt es vom Sozial- und Arbeitsminister mit der Frauenministerin Gespräche mit dem Wirtschaftsminister. Noch keine Einigung, aber die brauchen wir. Wenn ich einen Betrieb führe als Unternehmer und habe dort 15 Teilzeitbeschäftigte, so möchte ich, dass, wenn die 16. Teilzeitkraft angestellt ist, dass die 15 vorher Informationspflicht des Unternehmers spüren, nämlich zuerst einmal die 15 befragen. Wer möchte von Ihnen aufstocken, bevor man die 16. dann wieder einstellt? Und das, denke ich mal, das kann greifen als Instrument. Das Zweite, was wir natürlich tun, Frauen in technischen Bereichen, Frauen in nicht typischen Bereichen, im naturwissenschaftlichen Bereich und so weiter, brauchen nicht Teilzeit arbeiten gehen. Die braucht man und die Wirtschaft schreit danach, die Forschung und so weiter. Die haben die Chance, dass sie ganz täglich beschäftigt sind, mit einem anderen Einkommen. Daher sind meine Maßnahmen schon seit einem Jahrzehnt immer gerichtet darauf und werden auch in Zukunft sein, Frauen auch von dieser typischen Frauenschiene in der Beschäftigung aus den typischen Frauenbranchen herauszubringen. Dann kommen sie gar nicht in Teilzeit. Was auch ganz wichtig ist, ist natürlich immer wieder der Ausbau der Kinderbetreuung. Ich werde in den nächsten Tagen Ihnen vorstellen, ich bin wieder einen Schritt weitergegangen mit der Öffnung der Tagesmütter, damit wir Ferien- und Randzeiten noch besser in den Griff kriegen. Holzeiten, Bringzeiten, Möglichkeiten der 6-Jährigen bis 10-Jährigen in den Gemeinden durch Vereine und Gemeinde betreuen zu lassen. Es gibt ja eine neue Ferienbetreuungsrichtlinie seit dem Vorjahr von mir, die wirklich greift. Wir haben über allein 50.000 Euro dafür schon ausbezahlt an Gemeinden und Vereine, weil Gemeinde und Vereine Ferienbetreuung organisieren und ihren Abgang finanziert bekommen. Da tun wir weiter und das muss für alle Ferien gelten. Und vielleicht noch ein zweites. Frauen in die Politik ist auch ein Kapitel, wo ich nicht zufrieden bin. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, hier auch Bewusstseinsmaßnahmen, aber auch Selbstbewusstseinsmaßnahmen immer wieder den Frauen anzubieten, aber mit der Vereinbarkeit ist das natürlich auch wieder ein Ausbau. Viele sehr gut gebildete Frauen in den Gemeinden draußen sagen, dann müsste sich die Sitzungskultur ändern. Am Abend und am Sonntagvormittag ist ein Problem, wenn Partner, das gibt vor allem für Alleinerziehende, nicht da sind oder Pendler sind, wenn die Väter auch nicht Zeit haben, in dieser Zeit die Kinder zu betreuen, dann kann er nicht auf eine Sitzung gehen. Und Politik sieht einfach viele Sitzungen und Gespräche und Ausschüsse vor. Mentorinnenprogramme sind ganz wichtig, Workshops und Lehrgänge. Ich werde da sicher, das ist aber der Wähler am Wort, aber sollte ich nochmal der Regierung angehören, werde ich sicher sofort ab dem Herbst 2015
anfangen mit Workshops und Lehrgängen für die Gemeinderatswahl, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade auch in den Kommunen mehr Frauenvertretung zu haben. Weil gerade dort leben die Menschen und dort spüren die Frauen sehr schnell, was braucht der Mensch, was braucht man in der Region und was ist notwendig, welche Maßnahmen. Ich darf zusammenfassen, super, großartig gearbeitet. Ich freue mich auch, dass wir noch dazu einen finanziell einen Partner, eine Partnerin gefunden haben, dass wir das so geschafft haben. Herzlichen Dank, großartige Arbeit geleistet. Ich darf jetzt an Sie als die wissenschaftliche Leiterin weitergeben. Dankeschön. Ja, zur Entstehung und zum Aufbau vom Bericht. Unser Team hat sich aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Forschung Burgenland und der Fachhochschule Burgenland Department Soziales zusammengesetzt, die teilweise aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen stammen. So arbeiteten zum Beispiel ein Statistiker mit und eine Soziologin und Kultur- und Sozialanthropologin, die ihre Expertise damit einbringen konnten. Die grafische Gestaltung des Frauenberichts erfolgt über die Eisenstädter Grafikerin Kerstin Kriegs. Unsere Ergebnisse basieren auf Zahlenmaterial aus der Statistik Austria sowie aus aktuellen Berichten, wie zum Beispiel dem Einkommensbericht des Rechnungshofes. Die Statistik Burgenland unterstützte uns auch mit Datenmaterial und mit den im Bericht dargestellten Burgenlandkarten, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Der Frauenbericht 2014 orientiert sich im Wesentlichen an der inhaltlichen Konzeption des letzten Frauenberichts aus 2011, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Situation burgenländischer Frauen sowie die geschlechtsspezifischen Unterschiede wurden in den Themenbereichen Bevölkerung, Bildung, Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung, Einkommen, Gesundheit, Kunst und Kultur und Politik dargestellt. Wir haben neben der burgenlandweiten Darstellung haben wir auch gesamtösterreichische Betrachtungen einfließen lassen. Infografiken geben einen visuellen Überblick zum Inhalt. Als Ergänzung zu den quantitativen Daten wurden zu jedem Kapitel auch eine Expertin befragt, beziehungsweise ein Experte, und deren Stellungnahmen sind ebenso im Text enthalten. Wir haben eine inhaltliche Erweiterung durch das Kapitel Gender Atlas vorgenommen, das ist das letzte Kapitel. Der Gender Atlas ist ein Projekt der Technischen Universität Wien, der Hauptuniversität Wien und der ÜER Projekthaus GmbH, bei dem geschlechtsspezifische Daten und Informationen mittels virtueller Darstellung gesammelt werden und dargestellt werden. Ja, der Prototyp dazu ist derzeit auch online einsichtbar unter genderatlas.at/prototyp. Das war es auch schon von meiner Seite und ich darf weitergeben. Danke. Okay, danke schön. Zum Abschluss auch sehr kurz von meiner Seite her. Ich bin ja der Departmentleiter des neu gegründeten Departments Soziales. Gibt es ja erst seit Herbst und es ist nicht selbstverständlich, dass ein Department, das mit einem Studiengang startet, einem sehr kleinen Team, hoch engagierten Mitarbeiterinnen, gleich nach einem halben Jahr einen Forschungsbericht mitpräsentiert. Insofern gilt mir auch das Dank sozusagen an die Marion, an das Team, das da gearbeitet hat, an die Frau Landesrätin, die das Vertrauen gegeben hat in das Department und in die Forschung Burgenland. Passt wunderbar dieser Frauenbericht in dieses Department, weil wir diesen Schwerpunkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nicht nur in dem Bachelorstudiengang Soziale Arbeit abgebildet haben, sondern auch natürlich in Forschung und Entwicklung. Das ist ein Thema, was an Themenbereiche, die sehr unterrepräsentiert sind in Österreich. Es wird in diesen Bereichen viel zu wenig geforscht und die Bereitschaft der Landesregierung hier auch zu investieren im Bereich der Sozialwissenschaften, das ist natürlich etwas, was Zukunftsplanung ist. Straßen sind wichtig, Windräder, alles ist sehr wichtig, aber auch die Investitionen in unsere Kinder und Jugendlichen, wo die empirische Sozialforschung, und da sind wir zu Hause, Grundlagen liefern kann, Analysen liefern kann, darauf aufbauend dann dementsprechende sozialpolitische Maßnahmen folgen. Wir sind mit dem Department hier eingeschlagen, das darf ich so sagen. Wir haben den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit gestartet. Wir haben mit heutigen Stichtag 225 Bewerbungen für knapp 45 Studienplätze, das werden noch mehr werden, bis 31.03. ist die Bewerbungsfrist. Das heißt, die Entscheidung, das Department Soziales hier zu gründen, von Seiten der Landesregierung, war eine sehr richtige. Der Bedarf an diesen Fachkräften der sozialen Arbeit ist gegeben, ist der Sektor mit dem höchsten Beschäftigungszuwachs.
ist es ein Sektor, der von Frauen dominiert wird. In etwa 75% in der Sozialarbeit sind Frauen. Und insofern ist das ein ganz ein tolles Projekt. Und wir bedanken uns auch für diese wunderbare Zusammenarbeit und die Anfragen, die es gibt, in diesem Bereich weiter zu forschen, nicht nur burgenländische, sondern gesamtösterreichische an unser Department, zeigt uns, dass wir hier einen Bedarf erfüllen werden, der in der Fläche, im wissenschaftlichen Diskurs nicht abgedeckt wird in Österreich. Das sind wir international, das darf ich sagen, wirklich im unteren Drittel. Das führt mich schon zum zweiten und zum letzten Aspekt. Unsere Aufgabe von Seiten der Sozialwissenschaft ist es, anschlussfähig zu werden. Das heißt, wir halten nichts davon, dass wir Wissenschaft, Forschung im Elfenbeinturm machen und dann etwas zur Verfügung stellen, sozusagen relativ unkommentiert. Das ist ein erster Schritt, dass viele, viele Daten und Fakten einmal auch reduziert wurden und fokussiert wurden und dann auch kommentiert wurden von Expertinnen. Dieser Bericht soll ja für jede Frau, für jeden Mann im Burgenland etwas darstellen. Es wird vielleicht nur nicht jeden so interessieren, aber zumindest den oder die, die es interessiert, sollen auch dementsprechend schlau daraus werden und die Erkenntnisse ziehen können. Und das ist ein Punkt, den wir weiter verfolgen werden. Wir sind im Bereich der Sozialwissenschaften. Wir haben vor einigen Wochen eine Forschungsstrategie hier im Burgenland verabschiedet. Wir haben seit kurzer Zeit einen Forschungsbeauftragten des Landes Burgenlandes und die Sozialwissenschaft, die Sozialarbeitswissenschaft in unserem Fall, wird da eine ganz gewichtige Rolle spielen, weil die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir erleben, jetzt ganz aktuell, ich brauche nur Hinweise liefern über die gesamte Debatte, was Religion, Dschihadismus und so weiter betrifft, aber selbst die Veränderung unserer Bevölkerungsstruktur hier im Burgenland, wie wird sich das entwickeln? Das sind alles Fragen, die nicht nur spannend sind, sondern für die Politik, denke ich, durchaus interessant sind, weil ja die Planung nicht nur von heute auf morgen passiert, sondern auch in die Zukunft gerichtet ist. Und da werden wir in Zukunft auf alle Fälle als Paten zur Verfügung stehen, Grundlagen liefern, Analysen liefern für die Politik, für die Wirtschaft, um damit sozusagen auch argumentieren zu können. Wir haben ja sehr oft in den Sozialbereich das Problem, dass uns die Argumente ausgehen, wenn es um Zahlen geht, um Erkenntnisse. Und da sind wir jetzt ein Stück weit da, diese Erkenntnisse zu produzieren, um auch Argumente gegenüber denen zu liefern, die das Geld verteilen. Wurscht jetzt wo, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Das war es von meiner Seite. Dankeschön. Herzlichen Dank. Thank you.